Herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir packen für euch heute einmal das HTC One Wii aus. Schauen wir uns erstmal hier die äußere Verpackung an. Wir haben hier einmal das Gerätebild, also das Handy. Hier nochmal den Herstellername bzw. Gerätename. An der linken Seite dasselbe. Und auf der Rückseite haben wir noch einmal ein paar technische Daten über den Modellname T320E, den Prozessor 1 GHz, Plattform Android mit der Benutzeroberfläche HTC Sense. Es hat einen Speicher von 512 MB RAM, ein totalen Speicher von 4 GB. Verfügbar sind 1,1 GB und ja, es hat ein 3,7 Zoll Touchscreen Display und hat ein Beats Audio Sound. Ja, 5 Megapixel Kamera und Videoaufnahme mit 720p, also HD. Und ja, es hat einen 3,5 mm Stereoanschluss, Bluetooth, Wi-Fi, GPS und man kann eine MicroSD-Karte anschließen. Die ganze Verpackung ist recycelbar und man kann 99% wiederverwerten, also sehr umweltfreundlich gemacht. Und ja, schauen wir uns das mal etwas näher an. Wir haben hier gleich unser Smartphone. Das können wir hier einfach herausholen. Es ist eine Schutzfolie schon draufgeklebt. Und sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay, tun wir das erstmal beiseite und schauen, was noch im Lieferumfang enthalten ist. So, dann haben wir gleich auf dem ersten Blick einmal hier so ein paar wichtige Daten. Einmal auf Spanisch oder Französisch, dann hier auf Deutsch und wir haben hier noch ein paar Informationen zur Sicherheit und sonstige Bestimmungen, aber wir haben auch wie immer unsere Garantie. So, schauen wir mal weiter, was noch enthalten ist. Wir haben einmal ein Handbuch auf einer kleinen CD. Also das gibt's sicher noch nicht so oft. Oder gab es früher mal, aber dass es das heute noch gibt. Naja, ist schon mal ganz nett, falls man sich nochmal etwas durchlesen will. Dann haben wir hier noch ein Steckdosenadapter und ja, ich glaube, man erkennt das auch so ganz normal von HTC mit einem USB-Anschluss. Hier haben wir noch unser MicroSD-Kabel, ich glaube, das hole ich mal vielleicht raus, damit man das einmal erkennt. So, einfach mal aufreißen. So. Tada. Hier ist unser USB-Anschluss und hier unser Micro-USB.
Stecker oder Anschluss. So. Ja, hier haben wir noch unsere Kopfhörer. Die könnte ich vielleicht auch noch mal rausholen. So. Tada. Hier haben wir nochmal ein HTC-Logo. Ja, ganz normale Kopfhörer. Sind schon in Ordnung. Aber ich glaube, es ist jetzt kein... Ah doch, ist ein Headset. Hier haben wir nochmal ein Mikrofon. Und können das Gespräch beenden mit diesem Knopf hier. Also ein ganz normales Headset. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder zum Unboxing. Ich werde nochmal alles zeigen. Wir haben einmal einen Steckdosenanschluss, ein Micro-USB zu USB-Kabel, ein Headset, eine CD, wo das Handbuch drauf ist, einmal das Wichtigste, unser Smartphone. Ja, wir haben hier noch ein paar Anleitungen für die wichtigsten Sachen. Und natürlich wie immer Garantie. Hier nochmal über uns etwas. Ja, und wir haben hier eine stylische Verpackung. So, und das war's auch schon wieder. Der Preis liegt bei ca. 300 Euro. Das ändert sich natürlich immer mal. Und wie immer, danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Euer Society Technik Team.